Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr heute hier seid im ICF. Ich freue mich mega, dass ich heute predigen darf. Das letzte Mal, als ich hier oben stehen durfte, da war das alles leer. Da stand da ein Kameramann, mehr durften nicht in einem Raum sein. Ein Kameramann, drei Kameras und ich. Da war Corona. Heute bin ich hier und heute seid ihr hier, das ist cool. Heute ist Muttertag. Okay. Soll ich ehrlich sein, ich habe ein bisschen andere Reaktion jetzt erwartet. Wir üben das nochmal, okay? Heute feiern wir Muttertag. Danke, ihr Mütter. Wir Männer sind ja schon geehrt worden. Danke, ihr Mütter, dass es euch gibt. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich. Mir hat gerade jemand gesagt, du musst eine Mutter sein, du musst all die Schmerzen einer Geburt durchgemacht haben, du musst die Nächte durchwacht haben, wenn das Kind schreit, wenn es Hunger hat, wenn es Windeln braucht, du musst das alles durchgemacht haben, wenn du nachvollziehen möchtest, wie sich ein richtiger Männerschnupfen anfühlt. Aber mal im Ernst, es geht ja um Beyond. Und wenn man eins von euch Müttern lernen kann, dann ist das, wie man über sich hinaus wächst. Ich glaube, das können Mütter bei weitem besser als wir Männer. Ich sage immer, wenn wir Männer die Kinder kriegen müssten, die Weltbevölkerung wäre ausgestorben. Das passt voll ins Thema, denn unser Thema heute lautet Brennen ohne auszubrennen. Wenn du brennst, dann brennst du. Ich habe euch zwei Sachen mitgebracht. Stefan, du bist dazu da, um Menschen zu entzünden. Du darfst heute mal meine Kerze bitte entzünden. Und lieber Hans, du sitzt da so gut. Ich habe euch nämlich noch eine Laterne mitgebracht. Und das ist eine ganz besondere Laterne. Die kann man nämlich nicht nur auspusten, sondern die kann man auch anpusten. Hans, ich brauche dich mal. Einmal kräftig pusten. Nee, kräftig pusten. Geht doch. Bitte einen Applaus für Hans und für Stefan. Brennen ohne auszubrennen. Was fällt dir beim Thema, wenn du an die Bibel denkst, was fallen dir für Geschichten ein, wenn es um Brennen ohne auszubrennen geht? Jawohl, danke. Ja, gut, dass wir es abgesprochen haben vorhin. Nein, war nicht abgesprochen. Moses und der brennende Dornbusch. Wir haben alle die Geschichte schon mal gehört im Kindergottesdienst oder in der Schule im Religionsunterricht. Moses rennt wieder mal einem Schaf hinterher, weil dieses Schaf mal wieder verloren gegangen ist. Und auf einmal sieht er einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und aus diesem Busch spricht Gott. Und da, wo Gott ist, da passieren Wunder. Glaubst du daran? Wer glaubt daran, dass da, wo Gott ist, dass es da Wunder gibt? Ich glaube daran. Okay, dreien mit mir auch, das ist wunderbar, ich freue mich, dass ihr auch glaubt. Es ist ein Wunder Gottes, dieser Busch brennt und verbrennt nicht. Er zehrt sich nicht auf, diese Kerze zehrt sich auf, sie brennt auch, sie ist auch entzündet worden, in dem Fall von Stefan, aber sie verbrennt, sie ist irgendwann weg. Und der brennende Dornbusch tut das eben nicht. Und dann fällt mir ein, der Chanukka-Leuchter. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Chanukka kennt, steht auch nicht in der Bibel übrigens. Viele denken das so. Chanukka wird gefeiert, weil es mal einen Makkabäeraufstand gab und der Tempel sollte zurückerobert werden. Und er wurde am 25. Kislev 3595, das entspricht 165 vor Christus, er wurde da wieder eingeweiht und man hatte nicht genug Öl. Und es wurde diese Leuchte, die im Tempel leuchtet, wurde trotzdem entzündet. Im vollen Vertrauen auf Gott und dieser Leuchter hat 8 Tage gebrannt. Das Öl hat gereicht. Da, wo Gott wirkt, gibt es Wunder. Dieses Öl hat sich nicht aufgezehrt. Wahnsinn. Ich lasse euch heute Morgen diese beiden Laternen erstmal da ein bisschen unkommentiert oder fast unkommentiert stehen, weil ich brauche die nachher noch. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Laterne und dem Leben. Entscheidest du dich dafür für dieses Leben oder entscheidest du dich dafür für dieses Leben? Ich mach's nachher. Die Frage ist, warst du schon mal in deinem Leben ausgebrannt? Warst du schon mal in deinem Leben an einem Punkt, wo du sagst, ich habe keine Kraft mehr? Oder geht es nicht unbedingt darum, dass du etwas Falsches getan hast, sondern es geht vielleicht auch darum, dass du das Richtige getan hast, aber du hast es falsch getan. Du hast irgendwas angefangen, du warst voller Feuer und nach einer Weile hast du gemerkt, irgendwie der Akku ist leer, es geht nicht mehr.
Und das ist ein Thema, was es nicht nur außerhalb von Kirche gibt, sondern es ist ein Thema, das gibt es auch in Kirche, dass Leute in der Kirche ausbrennen. Burnout ist unter Pastoren eine der Hauptkrankheiten. Die powern rein und irgendwann sind sie am Ende und sie tun ja hoffentlich das Richtige, aber sie tun es vielleicht falsch. Und dieses Thema ist deswegen mega wichtig. Ich möchte euch gar nicht fragen, wer hergekommen ist und wer kräftemäßig gerade am Ende ist. Ich weiß, dass es in jeder Kirche, auch bestimmt in unserer Church, Menschen gibt, die gerade sagen, ich bin so belastet, ich habe so viel zu tun, ich bin bald am Ende meiner Kräfte oder ich bin am Ende meiner Kräfte. Und es betrifft alle Generationen, es betrifft nicht nur die Mütter. Das betrifft auch Väter. Das betrifft auch die Studenten, die ihre Bachelorarbeit abgeben müssen. Das betrifft heutzutage sogar Schüler. Und Gott möchte nicht. Wer von euch glaubt, dass Gott möchte, dass wir ausgebrannt sind? Wer von euch glaubt, dass Gott möchte, dass wir brennen? Okay, also lasst uns genau darüber heute sprechen. Epheser 2,8 sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Halleluja! Ist das nicht gut? Woraus sind wir gerettet? Aus Gnade. Wir müssen nichts tun für unsere Errettung. Das ist großartig. Aus Gnade sind wir errettet. Wow! Wer von euch ist froh darüber, dass er aus Gnade errettet ist, dass wir dafür nichts mehr tun müssen? Ja, Halleluja! Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Geschenk Gottes. Wir sind aus Gnade errettet. Es ist ein Geschenk. Ihr alle wisst, was ein Geschenk ist, oder? Ein Geschenk ist etwas, was ich mir nicht verdient habe. Ein Geschenk ist etwas, was mir jemand gibt, weil er mich lieb hat. Ich kann es mir auch nicht erarbeiten, sondern das wäre ja dann kein Geschenk, dann habe ich es erarbeitet. Ein Geschenk ist etwas, was du einfach so bekommst. Wir sind freigesetzt aus Gnade. Aber, ja, in der Bibel gibt es auch so viele Abers immer. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber gestolpert bist, da wird was gesagt und dann kommt ein Aber. Das gibt es heute auch. Es ist einfacher, frei zu werden, als frei zu leben. Denn freigesetzt zu werden ist ein Geschenk. Freigesetzt zu werden bedeutet, dass jemand etwas für dich getan hat. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du frei sein kannst. Aber frei leben ist etwas anderes. Wenn du in Freiheit leben willst, dann musst du etwas dafür tun. Philipper 1,12, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ich konnte das gar nicht glauben, ich habe nachgeguckt im Urtext, im Griechischen, es steht so da, wörtlich, arbeitet an eurer Rettung. Das heißt nicht, dass wir doch noch tun sollen, als könnten wir etwas besser werden, wenn wir mehr machen in der Kirche. Ich sitze vielleicht ein bisschen näher an Jesus dran, wenn ich jetzt mache in der Gemeinde, das geht nicht darum, sondern es geht darum, das erste ist freigesetzt zu werden und das zweite ist frei zu leben. Wir hören ganz oft Predigten, wo es genau darum geht, wenn du belastet bist, dann geh zu Jesus und du wirst frei. Und das ist ein Geschenk und das ist auch richtig so, aber wir hören, finde ich, selten Predigten oder ich höre selten Predigten darüber, wie lebe ich denn darüber? Wie lebe ich denn frei? Ein Feuer, ihr Lieben, was ich einfach nur liegen lasse, geht aus. Das ist das Problem. Gott hat sein Werk schon getan. Er hat uns errettet. Und er hat uns das Feuer geschickt. Das ist der Spruch, der auf jeder Folie draufsteht, seitdem wir diese Serie haben. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Dieses Feuer, diese Kraft ist Pfingsten auf die Erde gekommen. Das ist für uns greifbar sozusagen. Wir können uns danach ausstrecken und können sagen, Gott, schenk mir dieses Feuer. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal richtig vom Heiligen Geist erfüllt wurde, da hat sich was verändert bei mir. Da habe ich angefangen zu brennen innerlich. Und es kommt wieder ein Aber. Es gibt eben Dinge auf meiner Seite, die ich tun muss, damit dieses Feuer weiter brennt. Damit dieses Feuer nicht wieder ausgeht. Ein Feuer, was ich mich selbst überlasse, das brennt nicht ewig.
Und wenn es ausgegangen ist, wenn es kalt geworden ist, dann bin ich eben vielleicht so jemand, der tut und tut, weil ich brennen will und ich will brennen und dann mache ich noch mehr und dann denke ich, ich kann Gott imponieren. Und dann habe ich irgendwann so einen schweren Rucksack auf meinem Rücken. Du musst nichts für deine Errettung tun, aber du kannst etwas tun, damit dein Feuer weiter brennt. Jetzt kommt wieder ein Aber. Denn es gibt einen auf dieser Erde, der möchte, dass dein Feuer ausgeht. Und seine größte Verkleidung ist, dass alle Leute denken, es gibt ihn nicht mehr. Und das ist der Widersacher Gottes. Epheser 6,12 sagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen nicht gegen Menschen. Vielleicht ist es bei dir auf der Arbeit so oder in der Familie so oder wo auch immer so, dass du denkst, das sind die Menschen, die dir das Leben schwer machen. Es sind nicht die Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die in dieser gottlosen Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Als Christ sind wir in einem Kampf. Ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist, wie deine letzte Woche war. Vielleicht hattest du ganz viel zu kämpfen in deiner letzten Woche. Ich weiß nicht, vielleicht hast du heute zu kämpfen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich muss auftanken, weil mein Leben ist gerade so anstrengend, ich brauche das. Du kämpfst gegen Mächte und Gewalten. Der Teufel möchte dir dieses Feuer nehmen. Der Teufel möchte dir die Freude nehmen, die Freude an deinem Leben, die Freude an Gott möchte er dir nehmen, die Freude an Gemeinde, die Freude an allem möchte er dir rauben. Und das Einfachste, was er tun kann, ist dafür zu sorgen, dass du ausbrennst. Von der Macht des Teufels sind wir teuer losgekauft worden. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jetzt ist es an uns, dass wir lernen, in dieser Freiheit zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig in der Bibel lest. Wenn ihr es noch nicht tut, macht das mal. Tut euch gut. Da hat Jesus an einer Stelle mal gesagt, ihr seid das Licht. Okay, drei Leute lesen auch Bibel. Das ist gut. Amen. Du bist das Licht der Welt, sagt Jesus selber. Wusstest du das? Wer von euch wusste, dass er das Licht der Welt ist? Okay, vier Leute, sehr gut. Vielleicht denkst du jetzt, oh ja, jetzt gibt er noch ein bisschen mehr Druck drauf. Hier der Rucksack, der ist ja schon so schwer und jetzt muss ich auch noch so eine Rolle einnehmen. Ich muss das Licht der Welt sein und ich muss, nein. Wann brennt ein Licht? Ein Licht brennt, wenn es brennt. Du kannst nur leuchten, wenn Jesus in dir leuchtet. Du kannst nicht von dir selber aus leuchten. Das geht nicht. Du kannst nur Licht sein, wenn Jesus in dir brennt. Vielleicht, ich weiß nicht, wo dein Leben herkommt. Ich komme aus ziemlicher Dunkelheit. Wer meine Lebensgeschichte kennt, das war ziemlich düster da. Und ich habe sowohl in meiner Kindheit erlebt, als auch in meiner Jugend getan viele Dinge, die nicht gut waren, die dunkel waren. Und jetzt kommt wieder ein Aber. Jesus überwindet die Finsternis und die Sünde. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Hey, wir sind doch das Licht der Welt. Ja, wisst ihr warum? Weil Jesus in uns lebt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er wird das Licht, er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus ist unser Licht, das uns entzündet. Jesus möchte, dass wir Vergangenes loswerden. Jesus möchte, dass wir leichter leben. Ich habe hier diesen doofen, schweren Rucksack auf. Das kann alles Mögliche in deinem Leben sein. Das kann so ein Verpflichtungsgefühl sein. Ich muss ja etwas tun. Ich bin jetzt in der Gemeinde, also gib mir noch ein bisschen mehr hier. Vielleicht ist es so, dass du denkst, ja, vielleicht denkst du, ich komme irgendwie aus der Gosse, ich muss was tun, sonst bin ich nichts wert. Vielleicht denkst du auch, hey, der Pastor hat gesagt, du hast wunderbare Gaben, die musst du einsetzen. Ja, dann kriegen wir noch ein bisschen da hinten drauf. Vielleicht denkst du auch, naja, irgendwie, das gehört ja schon zum Christsein dazu. Und du kriegst einen Stein nach dem nächsten und du kannst für dein eigenes Leben denken, was sind so Baggersteine, die du mit mir rumschleppst. Und wir alle wissen, dass Jesus gerne möchte, dass wir diese Baggersteine loswerden. Und dann gehen wir zum Tausch am Kreuz ganz oft und wir gehen hin und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich freigemacht hast. Ich danke dir, dass du mir das alles abnehmen willst. Amen. Ja, darf ich nicht vergessen, oder? Leute, so leben wir ganz oft. Das eine ist, Jesus will uns die Lasten abnehmen.
Was Jesus aber auch möchte, ist, dass wir ans Kreuz gehen und dass wir Dinge loswerden. Meine Vergangenheit war doof. Na und, meine Zukunft wird großartig sein. Der Teufel sagt mir, ich bin nichts wert. Na und, Gott sagt mir, ich bin unendlich viel wert. Der Teufel sagt, du musst kämpfen und arbeiten, damit du irgendwie ins Himmelreich kommst. Na und, Jesus hat alles für mich getan. Und Gott möchte, dass wir eins nach dem anderen loswerden und dass unser Rucksack leicht wird. Weil dann kann Gottes Licht in uns leuchten. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich wie diese Kerze, die brennt und sie wird immer weniger. Sie gibt ein schönes Licht ab, aber sie wird immer weniger und irgendwann ist sie weg. Irgendwann ist die Kraft am Ende. Diese Kerze ist nicht nur eine Wunderkerze, weil Hans sie anpusten konnte. Diese Kerze funktioniert anders. Sie verzehrt sich nicht. Warum? Weil sie Batterien unten drin hat. Und wenn diese Batterien alle sind, was mache ich? Ich habe extra ein Ersatzset mit, weil ich nicht wusste, wie lange die noch brennt. Ich schraube unten so eine kleine Schraube auf, ich nehme neue Batterien und ich packe sie unten rein. Und solange diese Kerze existiert, solange sie nicht sozusagen stirbt, kaputt geht, solange wird sie brennen, wann immer ich neue Batterien unten reinmache. Wir sind berufen, überwindende Kraft in unserem Leben wiederzuspiegeln. Das heißt, dass wir diese Kraft empfangen und dann durch diese Kraft leuchten. Das nennt man Reich Gottes Identität. Und ich glaube, es täte uns gut, wenn wir lernen würden, in dieser Identität zu leben. Es gibt zu viele Christen, die immer noch denken, ich bin klein, meine Last ist zu groß, ich kann nichts, ich bin nichts, ich tauche lieber ab, ich gehe gerne in den Gottesdienst, aber dann bin ich weg. Du bist ein Kind Gottes und die Kraft Gottes lebt in dir. Sein Licht will in dir leuchten. Zweitens, du gehst in den Burnout, wenn du den Rhythmus deiner Jahreszeiten vergisst. Bevor du Christ wirst, hast du das vielleicht auch schon gehört. Ich habe das x-mal gehört. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das war so einer der Gründe, warum ich mal Christ geworden bin, weil ich war ziemlich planlos. Und das stimmt, Gott hat einen Plan für dein Leben, aber dein Plan kann sein, dass das ein anderer Plan ist als mein Plan. Und mein Plan kann ein anderer Plan sein als der von Stefan. Der Zeitplan ist vielleicht einfach nur verschoben. Wir alle wissen, wir müssen säen und dann können wir ernten. Und dann gibt es noch eine Zeit dazwischen, wo wir einfach mal warten müssen. Und es gibt auch eine Zeit, wo was absterben muss, nämlich das Korn, was in die Erde fällt. Meine Frau ist Biologin, die sagt, das stirbt nichts, aber das Bild kommt nun mal aus der Bibel und wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und es gibt einfach diese Jahreszeiten und wir haben so oft verlernt, in diesen Jahreszeiten zu leben. Da kommt der Pastor und fragt, hier, willst du am Sonntag predigen? Und da ist man heiß drauf, wer will nicht gerne mal auf der ICF-Bühne stehen? Wer fragt da schon Gott, ist das dran? Ist das jetzt meine Jahreszeit? Er hat ja gesagt, deswegen darf ich heute hier stehen. Deine Jahreszeiten sind nicht meine Jahreszeiten. Und es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Jahreszeiten zu akzeptieren, ohne nach rechts und ohne nach links zu schmulen. Es kann sein, dass ich gerade in der Phase des Ruhens bin und sehe, oh, der Stefan, der ist da voll am Ernten. Und ich denke, Mann, will ich auch. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass ich voll am Ernten bin in meinem Leben und ich sehe, wie Stefan da so mit seinem Körbchen rumgeht und die Samen auf den Boden schmeißt. Akzeptiere deinen eigenen Rhythmus, weil Gott gibt dir deinen Rhythmus. Gott weiß, was gut für dich ist. Gott weiß, wann was dran ist. Und manchmal sind wir da ungeduldig und sagen, Gott, ich will das aber jetzt. Nein, dann kann es sein, dass Gott sagt, du brauchst jetzt mal eine Phase der Ruhe. Du brauchst vielleicht sogar eine Phase, wo du was absterben lässt. Das hört Katrin nicht gerne und hört Stefan auch nicht gerne. Da ist die Bar nachher nicht besetzt, weil die alle nach Hause gegangen sind. Aber es kann sein, dass Gott sagt, lass mal so ein Ministry fallen. Weil du brauchst jetzt eine Phase der Ruhe und danach habe ich was viel Größeres für dich vor, mit dir vor. Burnout entsteht, wenn wir den göttlichen Zweck hinter unserem Rhythmus aus den Augen verlieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Manchmal ist es das schlechte Gewissen. Manchmal ist es die Not, die ich sehe. Ich muss doch was machen.
Manchmal ist es, dass ich immer noch denke, ich muss mit meinem Heiler arbeiten. Ja, deine Zeit wird kommen. Ich weiß nicht, ob du schon geerntet hast. Ich weiß nicht, ob du schon gesät hast. Deine Zeit wird kommen, das verspreche ich dir. Und zwar, wenn du Gott darum bittest, wenn du dich auf seinen Zeitplan verlässt. Drittens, wir brennen aus, wenn die gestellten Anforderungen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen übersteigen. Philipper 4,13 sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich machen. Was sind Ressourcen? Wir denken ganz oft, Ressourcen sind, ja, du kannst doch so ein bisschen was. Hier, du bist doch Lehrerin. Mach doch mal bitte den Kinderdienst, weil du kannst doch mit Kindern gut. Aber das ist nicht ihre Ressource im Zweifelsfall, weil sie hat die ganze Woche mit Kindern zu tun und vielleicht braucht sie diese Auszeit am Wochenende, damit sie nicht ausbrennt. Ressourcen sind die Dinge, die Gott dir geben will. Denk nochmal an diese Laterne hier. Was ist die Ressource? Die Ressource ist seine Batterie da unten. Und wenn wir über die Ressourcen hinwegleben, dann brennen wir aus. Philipper 4,13 ist keine Durchhalteparole von wegen, hey, du musst dich nur auf Gott verlassen, da kannst du noch 5 Jobs machen. Sondern es bedeutet, dass ich frage, Gott, was ist dran in meinem Leben? Wo soll ich hin? Was willst du mir schenken? Was ist mein Next Step? Wir sind Erben im Reich Gottes und diese Stellung gibt uns Kraft, sie gibt uns aber auch Weisheit. Nämlich Weisheit und Kraft, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Beides ist enorm wichtig, denn beides hilft gegen das Ausbrennen. Viertens, die Qualität unserer Freude kann die Qualität unserer Gedanken nicht übersteigen. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Philipper 4,8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen, passt ja auch zu meiner Predigt. Konzentriert euch auf das, was wahr ist und anständig und gerecht und denkt darüber nach. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Eine Sache, diese Sache ist mir noch extrem wichtig in meinem Leben, nämlich unsere Denkweise bestimmt unsere Erfahrung. Identität in Christus ruft dich zu einem höheren Standard des Denkens auf. Und das ist wirklich wichtig. Warum? Nicht, weil ich mir jetzt denke, welche Zahlen kreuze ich jetzt an und dann kriege ich 6 richtige im Lotto, sondern weil ich zum Beispiel mal anders über mich denke. Ich bin jahrelang durch mein Leben gelaufen und dachte, du bist das Gossenkind und irgendwann werden sie es rausfinden. Und deswegen musst du dich besonders abmühen, damit ja keiner hinter deine Fassade guckt. Aber irgendwann ist immer die Gefahr, dass sie wissen, du bist doch der, den ich schon mal in der Gosse gesehen habe. Und das hat mein Denken, hat mein Handeln bestimmt. Wir sind aber zu einem höheren Denken berufen, weil du bist, egal wo du herkommst, Gottes geliebtes Kind. Du bist sein Ambassador hier, du bist sein Botschafter in dieser Erde. Und Gott rüstet dich mit allem aus, was du dafür brauchst. Fünftens und letztens, Jesus ist die Erfüllung der Verheißung Gottes. 2. Korinther 1, 19 und 20, er, Jesus, ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes, denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir durch Gott Christus ehren. Im Reich Gottes ist Jesus der Garant für Gottes Verheißung. Gott hat dich zu seinem Kind schon lange gemacht. Und das gibt dir Hoffnung. Und das gibt dir auch Gewissheit, gerade in Zeiten, wo du müde bist. In Jesus finden wir unsere Bestimmung. Nicht der Pastor, nicht die Pastorin, nicht der Gemeindeleiter, nicht das Team. Jesus. Und wann immer jemand auf dich zukommt und fragt, kannst du das machen, kannst du dieses machen, bete drüber und Gott wird dir deinen Platz zeigen. Ich würde ganz kurz ein paar Tipps geben wollen, wenn du jemand bist, der auch am Ende der Kraft ist, der auftanken möchte. Das erste ist, Jesus ist genug, Gott ist genug in deinem Leben. Du musst nichts leisten in deinem Leben, um irgendwie Anerkennung zu haben. Du kannst Anerkennung bei Menschen bekommen, aber was ist dir wichtig, Anerkennung bei Menschen oder Anerkennung bei Gott? Meine Entscheidung ist da sehr leicht. Jesus ist genug. Halte dich auch nicht für unentbehrlich. Wenn du einen Ministry hast und du merkst, ich kann nicht weiter, dann hör auf, das ist das Zweite. Keiner ist unentbehrlich. Und das Dritte ist,
das ist auch was, was ich mir zu Herzen nehmen sollte. Bewege dich. Tu was in deinem Leben. Wie oft ist es so, wir powern, wir kämpfen, wir gehen arbeiten, wir machen dann dies und wir machen das und dann sind wir abends müde und dann soll ich mich noch bewegen. Das tut dir gut, bewege dich. Das vierte ist, lege Stressoren ab. Was sind Stressoren? Stressoren sind Dinge, die dein Leben stressen. Das kann eine Begierde sein, zum Beispiel, dass du etwas haben willst. Ich gehe 10 Stunden mehr arbeiten, damit ich mir den Urlaub leisten kann, den ich brauche, um die 10 Stunden mehr Arbeit vielleicht wieder zu kompensieren. Oder Völlerei in allem Möglichen. Gier, Faulheit, Ärger, Stolz. Denke unter Gebet an diese Punkte und bitte den Heiligen Geist, dir alle Erwartungen, Gefühle zu offenbaren, die du bewusst oder unbewusst vor dir verbirgst. Fünftens, bete mit jemandem. Bete mit jemandem. Nachher sind Menschen dort am Kreuz. Wenn du merkst, dass du einen Wendepunkt in deinem Leben brauchst, wenn du merkst, dass ich eher brenne und ich verzehre mich, dann geh zu jemandem hin. Auch wenn du an dem Punkt noch nicht bist. Ist immer gut, für sich beten zu lassen. Bitte Gott darum, dass er dich zu dem hier macht. Zu einer Kerze, die brennt, die aber weiß, wo die Energie herkommt. Und sechstens, meditiere über dem Wort Gottes. Ich habe euch ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die da sind. Meditiere über dem Wort Gottes. Nimm dir mal einen Vers raus. Zum Beispiel, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Psalm 91,1. Dann nimm dir 5 verschiedene Übersetzungen und guck dir das an. Und bete darüber und sag, Gott, was willst du mir damit sagen? Heute ist das ganz einfach mit den 5 Übersetzungen. Wir mussten damals so dicke Bücher aus dem Schrank nehmen. Heute gehst du einfach zu Bibleserver oder diebibel.de oder andere. Meditiere darüber, über dem Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wie du jetzt damit umgehst, weil ich nicht weiß, wo du hergekommen bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kennst unsere Symbole hier in der Kirche. Und ich finde die gerade bei diesem Thema total wichtig. Wenn wir Jesus lieb haben, dann brennen wir für ihn. Aber manchmal tun wir eben das Richtige auf falsche Art und Weise. Manchmal ist es so, dass wir auch als Christen falsch abbiegen. Manchmal ist es so, dass wir uns für unentbehrlich halten und dass wir irgendwo hingehen, wo wir merken, dass wir ausbrennen. Und auch dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und du kannst einen Tausch am Kreuz machen. Du kannst, so wie ich das symbolisch gemacht hast, einen Baustein nach dem anderen aus deinem Rucksack rausnehmen und kannst sie Gott hinlegen. Und du kannst Gott bitten, dich frei zu machen. Weil dann wirst du wieder zu so einer Laterne, die leuchten kann, weil Jesus in dir leuchtet. Und du musst nicht gebeugt durchs Leben laufen. Und wenn du das tust, nicht nur einmal, sondern immer wieder, dann wirst du sehen, was für ein Anker der Glaube in deinem Leben ist. Du wirst immer wieder an Punkte in deinem Leben kommen, wo du belastet bist, wo du kräftemäßig am Ende bist, aber du hast diesen Anker. Es wird dich nicht mehr aus der Bahn schmeißen. Amen.